Wunderschönen guten Abend wünsche ich und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Einen guten Morgen an alle, die es am frühen Morgen erst gucken oder so. Bei mir ist es jedenfalls abends, deswegen habe ich jetzt einfach mal guten Abend gesagt. Und nachdem ich mich durch dieses peinliche Intro gequält habe, wollen wir frohen Mutes weiterschreiten. Seelen habe ich sowieso keine mehr. Und ich habe Lex. Das ist scheiße. Warum habe ich Lex? Das ist doof jetzt. Den Hinweis bekommen, dass ich unten nochmal beim Gargoyle gucken soll. Dafür bedanke ich mich bei Sobei schon mal ganz recht herzlich. Und vor allen Dingen, worüber ich mich auch nochmal bedanken möchte, ist, dass mir doch sehr viel Mut zugesprochen wurde, was den nächsten Bossfight angeht. Yay! Also es wurde mir angekündigt, dass ich sehr doll daran verzweifeln werde und sehr doll wütend sein werde und ich habe ja schon so eine geringe Frusttoleranzgrenze. Mal sehen, wie lange ich es mit ihm aushalte. Falls ich ihn überhaupt finde, das ist erstmal Problem Nummer Uno. Orientierung und bla. Ich habe in der beim Schauen des letzten Partes habe ich eine leichte Vermutung, wo ich lang muss. Gucken, ob sich das jetzt bestätigt oder ob ich jetzt komplett auf dem Holzweg bin. Ich werde gleich nochmal meine Nase putzen müssen. Das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Ah, roll doch nicht, Kind. So, meine Vermutung ist jetzt, dass ich hier rüber laufen muss. Noch sieht es gut aus. Ich traue mich sogar ein bisschen schneller zu laufen. Ungeduld vor so bin. Stehst du aufs Dach oder? Ja, da ist eine Dings kaputt im Fenster. Okay, sehr gut. Den Weg hätten wir schon mal gefunden. Problem Nummer 1 gelöst. Ah! Kommen die nächsten Probleme. Es wirft mit Messern auf mich. Sind das Assassinen oder was geht hier ab? So wie der gerade todesmutig von oben auf mich runtergejumpt ist. Okay, gucken wir uns das mal um. Also gehen den einzigen gerade zu findenden Weg und das ist nach oben. Mühselige Kletterei. Ach, scheiße. Ich hoffe, dass ich gleich irgendeinen Shortcut öffnen muss. Dass ich das jetzt jedes Mal vom Bossfight nochmal machen muss. Aber die Befürchtung habe ich, weil, because it's Dark Souls. Ja, und natürlich, die sind auch noch da. Ist in Ordnung. Aber der kommt angelaufen, das finde ich lieb. Okay. Den Kronleuchter springe ich erstmal noch nicht. Ich würde nämlich vorher ganz gern hier oben bleiben. Auch wenn mich der Loot lockt, so ist dennoch der Wille stärker zu überleben. Kann man das so sagen? Ja, ne? Klang noch schön. Ich werde mit Messern beworfen. Ja. Ich bin so gerade so froh, dass ich meine Hellebarde wieder ausgerüstet habe. Sie ist und bleibt doch meine stärkste Waffe, mit der ich am besten umgehen kann. Und da ist der Bossfight. Und ich bin doof. Lol. Nein! Nein, du Arschloch! Du blödes Arschloch! Da jumpt der einfach runter und ich jump ihm hinterher. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Naja, gut. Denselben Weg nochmal. Und auf den Anzug warten. Ich glaube, während wir auf den Anzug
Habe ich Anzug gesagt? Aufzug. Okay, wir müssen noch nicht auf den Aufzug warten. Ich will trotzdem mal schnell einen Schluck trinken. So. Frage ist, ob die Männer in Weiß respawnen, aber so schnell wie die down gehen, werden sie hundertprozentig respawnen. Also die Frage ist, kann ich hier vielleicht gleich runterjumpen, ohne die Treppe zu nehmen? Ja. Hier, das hätten wir schon mal. Nehmen wir an, wenn ich aufs Dach springe, werde ich wahrscheinlich abrutschen. Och. Knapp. Sie respawnen nicht. Ich bin... Die respawnen doch. Da war der. Hä? Trinken ist nicht, Freundchen. Yay, ich habe Professor bekommen. Oh, der hat auch was. Nochmal Wurfmesser. Zwei Stück. Yay, wir sind reich. Nicht. Okay. Wie gesagt, nochmal das Gleiche. Ah, das Schlimme ist, glaube ich, nämlich, wenn ich nämlich anfange, diesen Weg zum fünften Mal zu laufen, werde ich so ungeduldig sein, dass ich versuche, ihn so möglichst... ihn möglichst schnell hinter mich zu bringen und dann werden Fehler passieren. Okay. Das war okay. So, hier bekommen wir unsere Seelen schon mal wieder. So, den hätten wir auch. Und dann gucken wir den Ausschnitt dieser Statue und dann gehen wir die Leiter runter. Und dann gehen wir nicht in den Bossfight. Weil, wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwo noch einen anderen Weg freischalte. Das hoffe ich eigentlich ein bisschen dolle, so. Könnte man ja mal ausprobieren. Vielleicht ist hier aber irgendwo ein Hebelchen oder so. Nein, das ist wohl nur ein Weg ins Nichts. Okay. Hier aus kann ich auch nicht runterspringen oder so, ne? Was ist denn das für ein Weg hier schon wieder? Irreführung. Ja, dann hilft. Ah, dann kann ich wahrscheinlich die Dings rekrutieren. Aber ich wollte es mal wieder ohne versuchen. Nachdem das mit dem Golem so schnell ging, dachte ich mir so, ist ja auch irgendwie ein bisschen öde. Und das sag ja im Bossfight. Ich bin nicht im Bossfight. Ich bin verwirrt. Da ist wieder ein Gargoyle. Ah, okay. Kann ich wahrscheinlich jetzt drehen Turm? Um zu machen... Shortcut. Aha. Ist da gerade eine Kiste übersehen? Kann ich dich wieder zurückdrehen? Nein, der Gargoyle kommt sofort an. Arschloch.
Aber der ist unter mir, kann ich vielleicht. Okay, ich sehe nichts. Okay, ein bisschen zurück. Mal ein bisschen weggehen. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe eh gerade ein bisschen Zeit verschafft. Nutzen wir flink. Ha, er findet uns nicht. Er ist so doof. Schade, ich dachte, ich erwische ihn vielleicht so nochmal. Ich habe seinen Schwanz abgetrennt. Nein, lol. Wie viel HP hat der denn noch? Ich dachte, ich krieg ihn. Ach, scheiße, egal. Wir haben den Turm ja gedreht. Halb so wild. Shortcut ist geschortet, gecuttet. Ich weiß auch nicht, was ich für einen Müll rede. Also, nimmt es mir nicht zu übel. Da kommt der Aufzug schon. Das nenne ich Timing. Darauf trinke ich. Ich habe echt Brand. Es tut mir leid. Das war das Wasser. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich zu oft. Es tut mir leid. Runter, runter, runter. So. Die gute und die schlechte Nachricht: Das Wasser ist jetzt leer. Das heißt für euch, ich werde jetzt nicht mehr trinken. Die schlechte für mich, ich werde verdursten. Mal sehen, was zuerst passiert. Dass der Part vorüber ist oder dass ich sterben werde. So, komm her. Ich habe deinen Kumpel schon erledigt und zwei von euch habe ich auch schon auf einmal besiegt. Und die konnten Feuer speien, ja? Also dann bist du ja wohl Pipifax. Genau das bist du. Haha. So weit, so gut. Eins, zwei. Pieks, pieks. War ich zu gierig? Wehe. Alter! Und ich habe mich schon über den Bossfight beschwert. Weil ich habe jetzt nicht mal einen Gargoyle fertig zu machen. Das ist doch Kacke. Okay. Aber der schlägt zweimal zu. Das habe ich jetzt mir gemerkt. Nun wird er meine Hellebarde spüren. Zweideutigkeit des Witzes ignoriere ich einfach. Sorry. Aber was raus muss, muss raus, sonst gibt es Bauchweh. Nö. Nimm das Vase. Ich habe jetzt mal meine Seelen eigentlich eingesammelt. Ja, ne? Ich glaube, die lagen jetzt beides Male hier, oder? Nö. Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal verkackt. Aber das ist mir eigentlich bisschen wurscht. Aha. Was habe ich jetzt davon? Hast du jetzt dein Angriffsmuster geändert? So, mein Freund, Ende. Gargoyle-Hellebarde? Gargoyle-Schild, Gargoyle-Helm habe ich schon. Aber eine neue Hellebarde, da bin ich neugierig. Okay. Ja, dass du keinen Schaden machst, das ist klar, aber.
Also weniger Schaden.